Leute, heute bin ich mal wieder unterwegs, diesmal auf einer Dienstreise und ich nehme euch so ein bisschen mit, um euch mal zu zeigen, wo ich bin. Ich bin zwar nur knapp 130 Kilometer von meinem normalen Arbeitsweg, aber ich will euch trotzdem ein bisschen was zeigen, ein bisschen was sehen. Also wünsche ich euch schon mal viel Spaß dabei. Und gleichzeitig ist ja nun auch die Corona-Krise in dem Sinne. Vielleicht zeigt man da mal ein und das andere auch, was hier in Deutschland abgeht. Aber hauptsächlich möchte ich auch, wenn, darauf aufmerksam machen, das mit Hamsterkäufen bringt gar nichts. Naja, trotzdem, viel Spaß dabei und liked, teilt, kommentiert das Video. Und vergesst nicht zu abonnieren. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank. Mein Zimmerchen. Corona lässt grüßen. Junge, leer gekauft. Guckt mal beim Broten und sowas. Auch leer. Hier ein Penny wäre. So, moin Leute. Wir haben gestern Abend erfahren, dass wir heute aus dem Hotel raus müssen. Da es schließt, weil nicht so viele Hotelgäste da sind. Wir werden gucken, was unsere Chefin da sagt, ob wir heute verlegt werden ins fast 30 Minuten entfernte Kam. Ob wir dahin dürfen oder ob die Dienstreise heute schon beendet wird. Seid gespannt. Ich werde euch weiter live berichten. Also Corona treibt es echt rein und man merkt, dass die Leute nicht nur Panik machen. Der Parkplatz, der hier war, der war gestern noch rappelvoll, ist dann gestern Abend wirklich noch viele abgereist. Ja, was erwartet uns dann noch? Das werden wir sehen. Seid gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Einmal das Zimmer beim Hellen. Sieht's aus. Schreibtisch. Aussicht. Nicht so. Ich mich jetzt am meisten duschen. Nichts ist schöner. Ja, das war es auch mit der zweiten Hotelführung. Ja, aus dem ersten sind wir, wie gesagt, raus. Und jetzt sind wir in einem Ibis-Hotel. In Arnsberg. Also 30 Kilometer von der Firma weg. Knapp. So Leute, wie ihr wisst, bin ich ja noch auf einer Dienstreise. Bin jetzt direkt an der Ruhr. Ich habe euch ja vorhin gezeigt, wo ich bin. Tut mir einen Gefallen. Wascht euch die Hände. Nehmt 2 Meter Abstand. Wascht euch aber so oft die Hände, wie es geht. Nehmt das Desinfektionsmittel, was ihr in der Firma habt, damit wir keine Ausgangssperre kriegen. Es sind ja nun schon einige Länder, die Ausgangssperre haben. Wir sollten uns dran halten und nicht zum Wochenende nach Hause kommen. Ist für mich auch. Ich bleibe zu Hause. Tut mir einen Gefallen. Keine Hamsterkäufe. Es gibt genug Leute, die es wirklich brauchen, so wie ältere Menschen und sowas, die es einfach nicht können.
Macht es einfach. Befolgt die Regeln. Es bringt doch nichts. Wir sitzen alle rein, wir sitzen alle an einem Strang. Wenn ich sehe, wie viele Leute ohne Mindestabstand nebeneinander laufen, könnte ich nur sagen, Alter, ich kann kotzen. Und es sind meist wirklich die jungen Leute oder es ist es hier in den Bussen. Deswegen breitet sich das Virus hier in NRW aus wie Sand am Meer, weil die Leute einfach nicht darauf hören. Sorry, muss man einfach zu sagen. Selbst wir im Dienstwagen sitzen auseinander, obwohl ich ihn am liebsten aus dem Kofferraum transportieren würde, wenn es danach ging. Was aber nicht geht, weil er es gesetzlich nicht darf. Aber nur mal so. Haltet euch dran. Der Coronavirus ist halt da. Wir können es nicht groß ändern, aber jeder Einzelne kann das eindämmen. Und das eindämmen. Wollt ihr eine Ausgangssperre von fast 2 Jahren haben, um die Scheiße einzudämmen? Das heißt, es finden keine Veranstaltungen, nichts statt. Um ehrlich zu sein, ich habe da keinen Bock drauf. Ich weiß zwar nicht, wie ihr da alle zusteht. Ich brauche das nicht. Da glaube ich lieber 2-3 Wochen mit dem Arsch zu Hause, mache lieber gar nichts. Also sprich Heimarbeit und sehe zu, was ich habe. Die mir leid tun, sind die Selbstständigen, die Eigenständigen, die erstmal bis jetzt, wo man auch nicht weiß, wie es weitergeht. Da soll zwar Geld zur Verfügung gestellt werden und. Alles schön und gut, aber es bringt uns nach und nach nur voran. Wenn wir alles einhalten und wenn wir mit einem Arsch zurückkommen auch. Ich werde jetzt noch ein paar Minuten hier diesen Ausblick genießen und werde mir danach ganz schnell wieder ins Hotel zurück verpissen. Und mein schönes Einzelzimmer als Bett und den Fernseher anschmeißen. Einfach nur okay. Ich brauchte das, weil ich auf dem Hotelzimmer einfach die Wände zu durchlässig sind. Ich brauchte einfach meine Ruhe. Hier gibt es auch Leute, ich stehe ein bisschen vom Weg ab. Hier gibt es auch Leute, die gucken mich schräg an. Ich bin aber Meter weit weg von denen. Und die reden von 5, 6 Meter teilweise. Von daher. Tut mir einen Gefallen, um die Corona-Videos einzunehmen. Wir schaffen das nur alle zusammen. Zieht an einen Strang. Denn wir müssen es zusammen dämmen. Sonst kommen Ausgangssperren, Hamsterkäufe, größte Scheiß. Es geht halt nicht anders. Tut mir diesen Gefallen. Und ich bedanke euch bei den Leuten, die den Einzelhandel zum Beispiel machen. Das alles, was läuft. Die Geschäfte bleiben ja weiter offen. Tut es einfach. Bedankt euch bei den Leuten, bei der Ärzte. Helft denen mit. Nur so können wir es eindämmen. Deswegen vermeidet Menschenmengen. Macht den ganzen anderen Scheiß. Lasst es sein. Na gut, wir hören uns weiter. Stay tuned.